Zum Thema Schubawahlen habe ich jetzt auch noch zwei Studiogäste hier. Herzlich willkommen im Studio. Hallo. Hallo. Stell dich vielleicht einfach mal kurz selbst vor, bitte. Ich bin Ali, ich gehöre zu den Jusos und den Unabhängigen. Bin seit einigen Jahren im AStA tätig. Ja. Ja, und freue mich, hoffentlich die Studierenden auch weiterhin da vertreten zu können. Ja, mein Name ist Samira, ich studiere Geschichtswissenschaften, bin auch seit einem Jahr jetzt im AStA und darf dort das Referat für Fachschaften leiten, zusammen mit meinem Co-Referenten Lukas Hurig. Ja. Den hatten wir ja auch gesehen bei der Vollversammlung, ne? Genau. Der auch mit wir durften das an dem Abend moderieren, also das war auf Wunsch der Fachschaften. Mhm. Wir sollten uns nur inhaltlich neutral halten, aber ja, wir haben das moderiert an dem Abend. Okay. Genau. Ja, also wie ihr ja schon gesagt habt, seid ihr Mitglieder der Jusos und Unabhängige und auch im AStA. Mhm. Was ist denn da euer Amt, beziehungsweise du hast es schon gesagt, was ist da euer Aufgabenbereich auch beim AStA jetzt? Soll ich anfangen? Ja. Ich bin verantwortlich für die internationalen Studierenden und gleichzeitig für Studienqualität. Okay. Das heißt, ich bin beratend zuständig für internationale Studierende. Das kann alles Mögliche sein. Manchmal haben die Probleme zum Beispiel mit der Ausländerbehörde oder mit irgendwelchen Klausuren. Es kann sein, dass sie durchgefallen sind dreimal und Widersprüche verfassen müssen. Es kann sein, dass sie GEZ-Probleme haben. Das ist ja auch ein Riesenproblem, wo wir dann auch versuchen, da Lösungen zu finden. Zum Beispiel ist es so, dass diejenigen, die BAföG bekommen, den GEZ nicht bezahlen müssen. Okay. Das Problem ist nur, dass die meisten internationalen Studierenden gar nicht berechtigt sind, BAföG zu bekommen. Und aber trotzdem dann GEZ bezahlen, obwohl sie wahrscheinlich auch viel, viel weniger haben als die anderen Studierenden. Das ist halt ein Riesenproblem und da versuchen wir immer wieder, denen irgendwie zu helfen. Mhm. Genau. Okay. Und wir haben gleichzeitig Informationsveranstaltungen immer Anfang des Semesters. Dabei laden wir die ganzen internationalen Studierenden ein und erklären ihnen, was sie alles beachten müssen und gehen auch auf ihr Studium ein, Studienkolleg auch teilweise. Und erzählen ihnen eben, was wichtig ist, wohin sie können, wie sie sich einschreiben, wie sie sich versichern können, worauf sie achten müssen. Zum Beispiel bei Studienkolleg ist es so, dass man Anfang des Semesters, also während man da studiert, privat versichert sein muss und erst später dann in den staatlichen kann. Mhm. Aber nicht unbedingt muss, aber wäre eben auch ratsam. In dem, genau. Und auch Kulturveranstaltungen für internationale Studierende, zum Beispiel Global Village, ich glaube, da hattet ihr auch einen Beitrag dazu. Genau, da hatten wir auch in der Vergangenheit einen Beitrag drüber gezeigt. Das war eine gelungene Veranstaltung, oder? Ja, das war recht gelungen. Also wir waren zufrieden. Es waren sehr viele Stände von aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen vertreten. Und ich glaube, wir haben die Kulturen auch der ganzen Studierendenschaft im Grunde näher gebracht. Also ich war sehr zufrieden. Ist ja auch schön, die Kulturen dann zusammenzubringen und voneinander zu lernen. Auch ja, irgendwo, ne? Das stimmt, das stimmt. Das war eben zu den internationalen Studierenden. Ich mache ja noch Studienqualität. Das heißt, wenn irgendjemand Probleme mit dem Studium an sich hat oder auch mit den Anschreiben, auch Beratungen, Wechsel, alles Mögliche, also versuchen wir denen zu helfen. Es laufen auch Projekte zum Beispiel, wie wir Studienqualität an sich verbessern können. Ja. Und zum Global Village noch mal kurz, wie kam es denn dazu, dass es organisiert wurde überhaupt? Also es war schon öfter, oder? Also wir haben das zum zweiten Mal organisiert mit unserem Referat. Ich mache das ja nicht alleine, ich mache das ja mit Moha zusammen. Und davor hat es immer Isaac vor einigen Jahren organisiert. Das Problem ist, dass es Isaac nicht mehr gibt, aber es ist so eine tolle Sache, wo man Studierende auch die Kultur näher bringt, dass wir uns gedacht haben, das übernehmen wir jetzt einfach mal und werden das einfach mal organisieren und das auch mit Erfolg. Also sehr, sehr zufrieden, wie gesagt. Okay, super. Ja, wir hatten sie auch begleitet ein bisschen mit der Kamera und hatten da ja auch schon was drüber gezeigt. Genau. Ja. Und du bist auch ein bisschen zuständig für die Demos und so, ne? Also die jetzt stattgefunden haben in der vergangenen Zeit. Also ich bin quasi über die Demonstration zum AStA gekommen, kann man sagen. Also damals ging es ja der Philfag speziell im Kragen. Ja. Und wir waren natürlich auch interessiert, dass die Geisteswissenschaften bei dieser ganzen Einspardebatte nicht wieder mal schlecht wegkommen, weil das ist oft so, dass man eben sagt, ja, Geisteswissenschaften, ach, Hobby, Studienfächer, was wollen die denn Geld verdienen später? Und das
wollten wir halt verhindern, dass wir quasi wieder mundtot gemacht werden. Und wir haben damals dann angefangen, die Demonstrationen zu organisieren und haben halt für die FILFAG quasi auf die Pauke gehauen und sind zum Präsidium marschiert. Wir sind dann später nochmal in einer Großdemo an die Staatskanzlei. Und ich habe da so ein bisschen die Koordination zusammen mit vielen Akteuren aus den Fachschaften übernommen. Und da wurde dann eben auch der Asta auf mich aufmerksam, der diese ganzen Sachen immer unterstützt hat. Und dann wurde ich eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dann als Unabhängige das Fachschaftenreferat zu übernehmen, was ich dann sehr gern getan habe. Und da bin ich jetzt schon, ja, das ist jetzt ein Bereich, da kommt man nicht so viel mit so verschiedenen Bereichen in Kontakt, wie das bei Ali ist, der ja ganz unterschiedliche Studienqualitätssachen bearbeitet. Ich bin hauptsächlich dafür da, eben die Fachschaften untereinander zu vernetzen, für eine gute Kommunikation zu sorgen. Aber ich mache auch so ganz banale Sachen wie Bescheinigungen über ehrenamtliche Arbeit in den Räten ausfüllen. Wir rufen immer die erste Fachschaftskonferenz im Semester aus und dann wird ein Vorsitz gewählt und der übernimmt das dann quasi. Aber wir machen auch halt hauptsächlich Servicearbeit für die Fachschaftsräte, was aber auch ganz wichtig ist, dass eben die Fachschaften auch untereinander viel Kontakt haben, damit einfach bei solchen Fällen, wie wir das jetzt haben, also im Zuge der Einspardebatte, quasi auch die Fachschaftsräte stark vertreten sind und ihre Meinung stark äußern können, sodass die eben auch gehört wird. Und da unterstützt der AStA mit dem Fachschaftenreferat eben die entsprechenden Stellen. Und ja, das ist so das, was ich so mache. Ansonsten machen wir so Reisekostenrückerstattung für Bundesfachschaftentagungen und so. Also das, die Fachschaftsräte wissen jetzt, wovon ich alles rede, aber an dieser Stelle ist das, glaube ich, ein bisschen, führt das dann zu weit. Okay. Ja, und dann vielleicht nochmal zurück jetzt zu den Stupawahlen. Ist ja jetzt ganz aktuell, es sind jetzt schon 3 Tage rum der Wahl, aber morgen und übermorgen ist ja noch Zeit, dass die Leute auch wählen gehen. Genau. Ja, vielleicht stellt ihr immer noch euer Wahlprogramm vor, dass man auch weiß, wenn man euch wählt, für was ihr euch einsetzt und was ihr erreichen wollt. Also grundsätzlich haben wir ein sehr umfangreiches Wahlprogramm. Da stehen viele Punkte drauf. Das geht über behindertengerechten Campus, Studieren mit Kind, aber natürlich auch Erhalt der Fakultäten, beziehungsweise wir sind gegen eine Zerschlagung nur zu Prestigezwecken. Das ist einer unserer wichtigen Inhalte. Mhm. Wer sich das gesamte Programm angucken will, der geht am besten auf unsere Homepage oder auf Facebook. Da haben wir auch eine Seite und informiert sich dort vor Ort. Können wir auch gerade nennen, oder? Genau. Ja, klar, könnt ihr auch nennen, gerne. Also wir haben mal unseren Flyer mitgebracht. Zum Beispiel www.jusu-hsg-sa.de. Genau. Da haben wir auch ganz detailliert. Da findet man auch nochmal alle Direktkandidaten, die man wählen kann, entsprechend in welchen Fakultäten man eben studiert. Ja. Ansonsten, ja. Auch also die ausländische, die Internationalität der Universität wollen wir natürlich erhalten. Es wurde ja auch sehr oft darüber geredet, ob Studienkolleg zum Beispiel wirklich nötig ist für die Universität. Wir finden, dass es extrem nötig ist. Insbesondere kann die Universität nicht einerseits sagen, wir möchten eine europäische Universität sein und wir wollen international bleiben, aber andererseits nicht diese Leute wirklich fördern. Ja. Deshalb ist für uns auch das Sprachenzentrum ganz wichtig, weil wir wissen, das ist eine Institution, die wirklich intensiv auch von den Studierenden genutzt wird und die sehr wichtig ist für uns. Und deshalb wollen wir auch weiterhin das Sprachenzentrum unterstützen, dass das weiterhin der Universität erhalten bleibt. Mhm. Okay. Und ich glaube, wir hatten es noch nicht gesagt jetzt, also mit den Kompensationsmitteln, die ja heute großes Thema bei uns waren, hattet ihr auch noch was zu vermelden, oder? Ja, genau. Also wir haben ja, wir sind jetzt insgesamt im AStA seit 4 Jahren. Also ist immer die JUSU-HSG mit dabei und mischt mit. Mhm. Das spricht natürlich auch für uns, weil wir dementsprechend Erfahrung haben auf dem Gebiet. Wir sitzen alle als Kandidaten eben in den verschiedenen Gremien, in den Fakultätsräten. Wir sehen dahinter die Kulissen. Und wissen deshalb, wo die Fäden zusammenlaufen und wie wir die Leute am besten ansprechen. Und wir haben auch schon seit diese ganze Sache aufkam mit den Kompensationsmitteln von Anfang an natürlich dafür gekämpft, dass diese Kompensationsmittel nicht nur vom Präsidium nach Wunsch verteilt werden, sondern dass eben auch die Studenten da ein Mitspracherecht haben. Und so viel wir jetzt erfahren haben, hat das auch gestern Erfolg gezeigt. Mhm. Wir haben nämlich gehört eben von Seiten unserer Senatoren und des AStA-Vorsitzes, dass eben auch diese 5 Millionen Kompensationsmittel, über die jetzt die ganze Zeit auch auf der Vollversammlung intensiv diskutiert wurde, dass ein Teil dieser Mittel eben nicht quasi weg ist und niemand weiß davon, sondern uns wurde von Seiten des Präsidiums gestern definitiv zugesichert, dass die Studenten ein Mitspracherecht daran bekommen. Das heißt, dass diese Mittel quasi auch dann, je nachdem, was halt beschlossen wird, quasi auch für Tutorien und Erhalt anderer Kurse und Seminare eingesetzt werden können. Also die Studenten haben jetzt die Möglichkeit,
ganz gezielt zu sagen, wir möchten, dass diese Mittel an die und die Stellen fließen auch und dementsprechend dann der Uni auch zugutekommen und die Sparlast quasi ein bisschen abmildern, sozusagen. Das spricht, glaube ich, auch für unsere Hochschulgruppe, die sich im ASTA seit Jahren engagiert hat. Und wir sind auch sehr, sehr dankbar, muss man sagen, jedes Jahr mehr Stimmen von den Studierenden bekommen. Und wie gesagt, das spricht auch für unsere Arbeit. Mhm. Und mit den Kompensationsmitteln ist ja wirklich eine gute Nachricht jetzt. Ja. Also wir hatten ja heute, ich hatte ja mit Julia schon diskutiert hier und auch mit dem Flipchart, wo wir fast selbst nicht mehr durchgeblickt haben mit den ganzen verschiedenen Zahlen und so, aber ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Ja, wollt ihr vielleicht noch einen Aufruf machen? Es sind ja noch zwei Tage Zeit und Wähler braucht man immer. Wählen ist wichtig, also geht auf jeden Fall wählen, nutzt noch die Zeit. Ihr könnt euch jeden Tag informieren, es stehen genügend Stände überall auf dem Campus verteilt, wo ihr eben die einzelnen Wahlprogramme der Hochschulgruppen bekommen könnt. Und ansonsten die Wahlkabinen gibt es in der Mensa. Es gibt sie am Campus Center und im Audimax und im Gebäude C53, also hinten im Verteilergeschoss für die Filfac vielleicht. Ganz interessant. Und ansonsten möchten wir natürlich auch auf dem Campus Homburg die Studierenden ermuntern, dass sie vor allen Dingen dort auch wählen gehen. Und ja, die Wahlbeteiligung dort ist jetzt zurzeit nicht sehr gut, ein bisschen niedrig. Also das wäre schon schön, weil wir im Grunde die komplette Studierenden repräsentieren möchten und wir möchten eben das auch mit einem großen Wahlbeteiligung tun, weil das halt immer besser ist. Und bisher sieht es nicht so toll aus. Es haben bisher 1300 ungefähr haben abgestimmt. Und es sind aber noch zwei Tage da, also geht wählen. Okay, gut. Dann mal vielen Dank für das nette Gespräch und ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Dankeschön.